Kitzbüheler Triumphzüge sind kurz, aber herzlich. Sie beginnen vorm Jochberger Tor und enden 300 Meter weiter in der Vorderstadt. Ein letztes Shooting, ein Interview. Wenige Minuten trennen ihn noch von seinen Fans, seinen Verehrern und jenen, die ihm folkloristisch Begleitschutz geben werden. Tiroler, Einheimische, sie sind es, die Hansis Manifest bestätigen, das Manifest von den Bergen und der Heimat. Und das gegen jeden Mainstream. Ich glaube, er hat eine unglaubliche Ausstrahlung, eine spezielle Aura, die ihn umgibt und die zieht einfach die Leute an. Also was Magisches hat er an sich. Ich könnte auch jetzt ganz provokativ fragen, was ist an der Gesellschaft nicht in Ordnung, dass sie so viel Liebe braucht? Ich glaube, der Mensch sehnt sich einfach immer wieder, ganz egal in welcher Generation, in welchem Jahrhundert, nach Liebe. Und es ist toll, wenn es in der heutigen Zeit jemanden gibt, so wie der Hansi Hinterseer, der so viele Leute anspricht und der so vielen Leuten so viel gibt. Ist das so? Auf alle Fälle. Also der Hansi ist auf der Bühne genauso wie hinter der Bühne. Also er ist zu 100% er selber und das spüren die Leute. Und das übertragt sich einfach auf das Publikum. Neuhochdeutsch authentisch. Ganz genau, ganz genau. Ausgerechnet die Epigonen des Mainstreams, die einschlägigen Medien, sie sind es, die hier unter Quotenzwang gesetzt, hautnah etwas erleben müssen, das sie nicht so recht einordnen können. Vergeblich suchen sie Zugang zu dem, was sie sich selbst im Dünkel ihrer vermeintlichen Rationalität verstellt haben. Zugang zur Authentizität des Hansi Hinterseer. Sie sind verwirrt, die Medien, und sie sind irritiert über das, was sie hier an geballter Emotionalität und herzlichem Miteinander erleben. Am Ende definiert die Journalie Hansi als Phänomen. Schön, dass du da seid. Ich wünsche euch einfach eine ganz gute Zeit miteinander. Phänomen. An sich ein Begriff, der für Medienleute geradezu ein Offenbarungseid bedeutet. Mangels geeigneter Erklärung flüchtet sich der Journalismus in die Suffisanz und spricht von künstlerischem Populismus. Fazit: Hansi ist kein Phänomen. Hansi hat es geschafft, dem ganz Normalen einen Kultstatus zu verleihen. Und das sind Wärme und Herzlichkeit.